tun wird am Ende der Session. Ja, also ich will mal gerade versuchen, das irgendwie zu beschreiben, wie das ist während der Session. Also zuerst findet man ja nur so grobe Eindrücke wie die Farben und Oberflächen. Also ich habe das Gefühl, also ich kann jetzt auch nur von mir reden, wie das bei mir ist, weil es wird ja alles subjektiv wahrgenommen, dass sich ein Teil von mir so langsam immer an diesen Ort begibt. Das merke ich während der Session eigentlich gar nicht. Ich erlebe das dann so, als würde ich irgendwie eine Art Traum haben, obwohl ich total bewusst jetzt am Tisch sitze und das Protokoll am Schreiben bin. Aber trotzdem habe ich eben diesen komischen Traum vor Augen. Ja, ich meine, im Cropcom lese ich gerade das Kommentar, bei einer Astralreise hast du immer noch einen Körper, beim Remote-Führung hast du nur rein das Bewusstsein. Ja, aber wenn das eben so ist, dann verstehe ich nicht, warum dann, ja, meine von vorhin gestellte Frage. Ja, und du sagst eben auch, dass da schon noch irgendwas anderes auch passiert, dass du tatsächlich dorthin gehst. Ja, wenn ich mich von dem Target löse, von dem Ziel oder dem Zielgebiet. Oder zurückgehst, ja. Ja, wenn ich mich bewusst von diesem Target löse am Ende, dann wird mir oftmals am Ende ziemlich schlecht. Werde ich gerade bleich im Gesicht und wird mir schlecht und habe auch die Emotionen hier vor Ort, die ich dort hatte. Interessant. Also ich habe einmal zum Beispiel die verschwundene Air France geviewt und da war ich eine halbe Stunde hinter der Session noch ziemlich mitgerissen, mitgenommen von den ganzen Emotionen, die dort angefallen sind. Weil ich habe dort geviewt, dass da Menschen durch irgendeine Tür wollten, dass da ganz viel Aufregung und Verwirrung herrschte und keiner irgendwie wüsste, was los war und irgendwas ist da halt passiert. Was genau, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aha. Hat das irgendwie korreliert? Man hat ja unlängst den Flugschreiber dieser Maschine gefunden. Konntest du da zu deinem Viewing irgendwelche Korrelationen aufstellen? Nee, das Projekt war auch noch von einem anderen Viewer. Dazu kann ich jetzt gar nicht großartig was sagen. Ich habe nur diese eine Session drauf gemacht und ja, das Thema hat mich eigentlich auch nicht weiter interessiert. Okay. Für mich war das Spannende eben nur, dass ich so lange hinterher noch so diese Emotionen bei mir hatte. Stefan, du, wenn ich das richtig verstehe, kennst ja beides. Du kennst Remote Viewing, wenn man also sich auf ein Target fixiert. Und du kennst ja auch Astralreisen aus persönlicher Erfahrung, oder? Ja, also der Unterschied, auf den der Zuhörer jetzt, glaube ich, auch heraus wollte, ist, bei so einer außerkörperlichen Erfahrung, da hat man tatsächlich eine Art Energiekörper dabei. Muss allerdings nicht sein. Man kann auch bloß als reines Bewusstsein umherreisen. Aber meist, zumindest in den noch nicht ganz so hochschwingenden Ebenen, sage ich mal, hat man quasi ein Duplikat des Körpers dabei. Und das kann sich dann durchaus so anfühlen, als wenn man ganz normal durch die Gegend läuft, nur halt mit zusätzlichen Fähigkeiten. Also mit nicht physischen Fähigkeiten, sage ich mal. Aber es kann sich körperlich, vom Körpergefühl her durchaus so anfühlen, als wenn man es mit dem physischen Körper tut. Aber du sagst, das hat man nur auf einer bestimmten Stufe und später dann, oder in höheren Stufen, was immer das jetzt bedeutet, von Astralreisen, hat man das dann nicht mehr? Ja, also es heißt, es gibt mehrere dieser Energiekörper, in die man quasi umwechselt, je nach Ebene. Und irgendwann ist es dann nur noch reines Bewusstsein. Und der Energiekörper, der ist halt anfangs noch sehr dicht, wird aber immer weniger dicht. Das heißt, irgendwann ist man dann nur mehr in der reinen Kausalität. Aber kann es nicht sein, dass man mit Remote Viewing quasi sofort in diese Ebene einsteigt? Also man könnte sie zumindest beschreiben. Ob man jetzt so tief mit dem Bewusstsein drin ist, das ist dann die andere Frage. Also man kann auch durchaus mit dem Protokoll ganz nüchtern am Tisch sitzend, kann man auch diese nicht physischen Welten oder Targets beschreiben. Also spirituelle Targets oder ja, wie immer man es nennen will. Ja, das heißt aber, dass das Remote Viewing dann irgendwo dem Ganzen übergeordnet ist, oder? Ja, also man scheint Informationen, also es scheint keine Grenzen zu geben in der Hinsicht. Man kann Informationen über das physische Universum abrufen, wie auch über alle anderen Ebenen. Ob man das dann noch interpretieren kann, ist eine andere Frage. Naja. Also ein Bekannter von uns, der hat zum Beispiel sein höheres Selbst geviewt. Und hat dann halt auch ganz erstaunliche Sachen aufgeschrieben.
Und das passt halt auch zu den Erfahrungen, die außerkörperlich Reisende zu dem Thema haben. Also die Beschreibungen des Höheren selbst und ja, diese ganzen nicht-physischen Aspekte. Passt halt. Also man kann es durchaus auch in einer normalen Remote-Viewing-Session beschreiben, aber man kann halt auch außerkörperlich hinreisen, was wahrscheinlich schwieriger ist. Ja, aber irgendwo scheinen doch diese beiden Phänomene ineinander überzublenden, oder? Ja, also ich denke, der Ansatz. Entschuldigung. Christian, ja. Ich kenne mich mit AKE jetzt nicht wirklich so aus, aber ich denke, der Unterschied ein großer Unterschied beim Remote Viewing und AKE ist, dass Remote Viewing, jeder kann das direkt beim ersten Mal erleben. Also es muss ja nicht großartig irgendwas auswendig gelernt werden, keine 600 Sachen oder so. Und jeder kann das sofort halt erfahren, wie es ist, remote zu viewen. Und beim AKE muss, glaube ich, erstmal gut trainiert werden, bis man das beherrscht. Ja, also es muss trainiert werden. Bei manchen klappt es sehr schnell, aber bei den meisten, da kann es durchaus Jahre dauern. Man kennt das ja auch von tibetanischen Mönchen und so, die da durchaus Jahrzehnte dran verbringen. Das ist allerdings halt die Frage, wie schnell kann man das erreichen? In der Praxis sieht es dann offenbar manchmal anders aus, als es behauptet wird. Also es wird schon mal behauptet, ja, wenn man intensiv übt, kann man das in 30 Tagen erreichen. Allerdings Remote Viewing ist da definitiv besser geeignet, wenn man für sich selber einen Beweis sucht, dass es sowas wie außersinnliche Wahrnehmung gibt und dass es funktioniert. Also das kann man per Remote Viewing direkt am Anfang ganz schnell für sich rausfinden. Jemand schreibt auch, Remote Viewing ist Wachzustand und außerkörperliche Erfahrung ist Trancezustand. Würdet ihr das so unterschreiben? Könnte man so sagen. Also der Trick, nein. Also nein oder jein? Jein. Jein, okay. Also während der Session werde ich auch schon mal ziemlich schummrig und das ist auch schon so eine Art Trance, würde ich sagen. Ja. Also beim außerkörperlichen Zustand, da ist es ja so, dass man in diesem Zustand zwischen Wachheit und Schlaf geht, also bis der Körper eingeschlafen ist, aber das Bewusstsein bleibt dabei wach, im Gegensatz zum normalen Schlaf zum Beispiel, wo man das Bewusstsein verliert oder die Erinnerung, das ist, glaube ich, Ansichtssache, also auf jeden Fall der Unterschied ist, man lässt den Körper einschlafen, aber das Bewusstsein bleibt wach und das macht man dann bis zu dem Punkt, wo man quasi mit dem Energiekörper aus dem physischen Körper aussteigen kann und dann halt umherreisen kann. Beim Remote Viewing, da ist es halt noch in diesem Wachzustand. Ich denke mal auch, dass es da in Richtung Trance schon teilweise geht, wie Christian auch sagt. Aber in der Regel ist das der Unterschied. Ja, hochspannend. Ihr habt ja auch selbst sehr viele Dinge geviewt. Ihr habt schon ein paar Beispiele genannt. Könnt ihr dann noch ein paar... Ihr habt ja auch Mystery Targets geviewt selbst. Also Mystery Targets sind jetzt Area 51 zum Beispiel, wäre sowas. Oder genau, also wir haben mal den Mars geviewt, und zwar vor 100 Millionen Jahren war die Target-Angabe und die Intention dabei war einfach, also ich hatte ein Bild von der Pathfinder-Sonde genommen, die dort ja 97 gelandet war und die Intention war einfach, ja, schauen wir mal, wie das so vor 100 Millionen Jahren dort aussah, ob es da Wasser und Vegetation gab. Das war quasi die Intention, rein zufällig ausgewähltes Bild. Und dann fing Christian aber an, sowas wie Strukturen und Gebäude zu beschreiben. Und auch sehr interessante Fremdemotionen. Und da kommt man jetzt eigentlich zu diesem sehr interessanten Mystery Target Mars, was schon sehr viel untersucht wurde. Und zwar deutet da einiges auf eine Zivilisation hin, die es dort mal gegeben hat. Und die durch eine kosmische Katastrophe dann mit der Zeit ausgestorben ist, weil die Atmosphäre des Mars langsam zerstört wurde. Richard Hoagland würde euch lieben. Ja, wer weiß, also ich hatte damals ja auch Remote View. Ich hatte damals den Eindruck, dass dort eine ziemlich triste Landschaft war und dass es eine Art Selbstaufgabe dort gab. Also man hat vor irgendwas resigniert. Also ich hatte das Gefühl, dass dort irgendwie eine Kultstätte oder so stand, so ein Friedhof, um irgendwas zu beenden halt. Genau, also Traurigkeit, Einsamkeit, es gab einen Nachhalt von viel Leid aus ferner Vergangenheit. Also es soll sich da immer sehr vergangen anfühlen, dass es schon Ewigkeiten her ist. Und ja, also diese Art
Resignation, kann man sagen. Als wenn die Spezies dort ausgestorben wäre. Hochinteressant. Ich meine, es gibt ja auch Vermutungen, dass wir Marsianer sind. Dass die also nicht ausgestorben sind, sondern einfach nur, also auf die Erde geflüchtet sind nach dieser Katastrophe, was immer das jetzt war, wenn es so war. Da gibt es auch verschiedene Versionen von, aber die Grundessenz all dieser Sessions ist halt, dass es dort wohl eine Zivilisation gegeben hat und die durch eine kosmische Katastrophe langsam ausgestorben ist, aber dass einige davon tatsächlich auch den Planeten verlassen haben. Und wahrscheinlich auch zur Erde. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht genau. Habt ihr auch den Mars, den heutigen Mars geviewt? Ich meine die Sidonia-Region, ne, wo das ominöse Gesicht sich befindet, beziehungsweise dieses Gesicht ist jetzt Meinungssache ein bisschen, aber ein Objekt, das doch recht ungewöhnlich aussieht für ein angeblich künstliches, natürliches, geologisches Objekt. Habt ihr dieses Tal, wo auch noch andere interessante Auffälligkeiten sind, habt ihr das einmal geviewt? Ja, das wurde auch schon geviewt von Bekannten von uns und in der Remote-Viewing-Szene schon früher. Zurückreichend bis Joseph McMonagall in den 80er Jahren noch. Da wurden verschiedene Koordinaten auf Sidonia geviewt, zum Beispiel das sogenannte Marsgesicht und diese pyramidenartigen Strukturen. War das vor oder nach Viking? Das war nach Viking. Nach Viking. Gab es jemanden, der das Gesicht vor Viking geviewt hat? Nicht, dass ich wüsste. Schade. Also interessant war vor allem diese Pyramidenstrukturen. Da kam das in etwa so raus, dass das zwar natürliche Berge wären, in die aber halt so eine riesige Struktur eingearbeitet wurde, also wie eine Pyramide. Und da gibt es eine fünfseitige Pyramide angeblich, ne? Genau, dieses ziemlich große, riesig, also riesige megalithische Ding. Und das wird als eine Art Schutzraum beschrieben, wie ein Bunker. So als wenn dort die Marsbevölkerung vor der Katastrophe quasi Schutz gesucht hat. Und man könnte es vielleicht mit einem Atombunker vergleichen, wie ihn halt die Regierungen auch bauen. Dass halt die wichtigsten Leute eines Landes dort untergebracht werden bei einer Katastrophe. Und dann wird halt dort noch beschrieben, dass diese Marsbewohner in eine Art Kälteschlaf gegangen sind, aber nicht rechtzeitig geweckt wurden. Also die warten dort offenbar auf Rettung, aber das hat wohl nicht so geklappt. Und heute gibt es da halt noch diese Stimmung, also manche beschreiben, da wären heute noch welche, die dort warten, und andere beschreiben, das ist einfach nur noch Ruinen und verwittert alles, also dass da heute nichts mehr ist. Dass nur noch diese Emotionen aus der Vergangenheit nachhallen. Und das Mars-Gesicht hat sich in den Sessions, die ich kenne, nicht als Gesicht herausgestellt, sondern sieht aus wie ein Berg. Allerdings, wenn ich das jetzt richtig zuordne, soll unten drunter was sein. Also die ganze Sidonia-Region soll untertunnelt sein. Ein riesiges untertunneltes Netzwerk, kann man sagen. Ich meine, Ed Dames beschreibt ja den Mars immer als, dass da also etwas Unterirdisches existiert, das langsam aufwacht. Kennt ihr diese Beschreibung von ihm? Von Ed Dames jetzt nicht. Also ich kenne die hauptsächlich von Joseph McMonagall. Okay. Und im Weiteren dann aber auch, dass es sich dabei um eine künstliche Intelligenz handelt. Also bei manchen Sessions, da wurde eine Präsenz auch festgestellt und diese Präsenz hat die Viewer auch bemerkt. Ob das jetzt eine künstliche Intelligenz war oder ein nicht physisches Wesen oder ein Bewohner noch dort. Es wurde als eine Art Wächter oder Hausmeister.